InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Unter Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste wurde kürzlich die neue Außenstelle der Rieferried eröffnet. Die auf dem Areal des Rieder Klosters St. Anna adaptierte Werkstatt wurde mit einem Gesamtaufwand von rund 100.000 Euro modernisiert. Seit 1989 wird die Riefer beauftragt, die Sperrmüllsammlung für die Stadt Ried durchzuführen. Und in Verbindung mit diesen neuen Räumlichkeiten hier vor Ort nun auch die Möglichkeit besteht, wertvolle Stoffe aus dem Sperrmüll wiederum in den Ökologiekreislauf zurückzuführen. Andererseits ist in Verbindung mit dieser Beauftragung auch ein Beitrag dazu geleistet, dass langzeitarbeitslose Menschen über Kursangebote wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. Für die Mitarbeiter der Riefer gibt es neue und bessere Verhältnisse für die Arbeiten rund um die Mülltrennung und Entsorgung. Ich traue mir zu behaupten, dass die ganze Stadt Ried die Riefer kennt, zu Riefer steht, weil gerade durch die Sperrmüllentsorgung ja viele Haushalte mit der Riefer konfrontiert sind und das auch wirklich den Leuten hilft, die alten Sachen zu entfernen. Und wir von der Riefer bemühen uns dann wieder, das, was noch in irgendeiner Form verwendbar ist, wieder in den Umlauf zu bringen. Auch das Land Oberösterreich hat seinen Teil zur Adaptierung beigetragen. Ja, das Land finanziert über den Beschäftigungspakt etliche sehr unterschiedliche Projekte, sowohl in der Ausbildung als auch in der Fortbildung. Was jetzt halt wesentlich ist, ist, dass auch das Bundesministerium dem Arbeitsmarktservice mehr Geld zur Verfügung stellt, sodass da die Ausbildungsbemühungen stärker werden und dass das AMS dadurch uns auch ermöglicht, in mehr Kofinanzierungen mit weniger Geld einzusteigen. Für den Geschäftsführer der Riefer Ried, Albert Schönhuber und seine Mitarbeiter stellen die neuen Arbeitsbedingungen eine wahrhaftige Verbesserung dar. So im Jahresschnitt werden um die 70 Mitarbeiter, Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer bei uns aufgenommen, begleitet für bis zu einem Zeitraum von einem halben Jahr und dann unterstützt bei der Vermittlung auf den Arbeitsplatz. Es sind jetzt wirklich ganz wichtige soziale Dienste, die hier die Riefer, die Mitarbeiterinnen der Riefer erbringen. Ich sage es so, im vergangenen Jahr 2008 wurden rund 19.000 Hausbesuche geleistet in 13.000 Stunden. Ich glaube, das ist sehr viel. Das ist Zeit, die den Menschen geschenkt wird. Sie haben Hilfe bekommen. Sie haben wiederum Zuversicht geschöpft. Das ist das eine. Und das andere ist, wir bei der Bezirkshauptmannschaft und der Sozialhilfeverband ist ja für die Sozialhilfe zuständig. Das ist das unterste soziale Netz, das es gibt. Aber da geht es nicht nur darum, Geld zu zahlen, sondern wir haben noch Lösungen gesucht, wie diesen Menschen doch auch noch eine sinnvolle Beschäftigung ermöglicht werden soll. Auch der Leiter des Arbeitsmarktservice Ried, Gerhard Strasser, sieht in der Auslagerung eine verbesserte Situation für die Mitarbeiter. Der Bezirk Ried hat 5,2% Arbeitslosenquote und wir brauchen Schulungsplätze. Wir sind auch bereit, diese Schulungsplätze aufzustocken und im Ökoservice haben wir die Möglichkeit, bestimmte Berufszweige auszubilden. Und zwar geht das vom Metall bis zum Lehrabschluss, Staplerprüfungen, Staplerkursausbildungen und Deutschkenntnisse für Leute, die in diesem Bereich noch Bedarf haben. Aus der Sicht der Arbeiterkammer, sind derartige Institutionen wieder einführend oder helfen sie auch den Menschen, die in arger wirtschaftlicher, betrieblicher Not sind? Ja, auf jeden Fall. Gerade natürlich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, wie es derzeit gerade vorherrschend sind, ist es umso wichtiger, dass es solche Initiativen gibt. Die Riefer ist ja eine bestehende Initiative, die es schon über 20 Jahre gibt, in Kooperation mit der Stadtgemeinde. Und natürlich ist auch aus Sicht der Arbeiterkammer Oberösterreich eine solche Initiative begrüßenswert. Und den Mitarbeitern macht es sichtlich Spaß. Das sind Glücksbringer. Die haben wir jetzt gemacht. Das war eine Idee von mir. Und da haben sie eben dann gesagt, das sollte man dann als Schutzengel hergeben. Schutzengel? Und aus was sind die Schutzengel gemacht? Das sind einfach normale Nudeln. Nudeln? Nudeln, ja. Und Holzkugeln, Kümmel und dann mit Farbe angemalt.